sowieso egal. Aber jetzt in die zweite Liga. Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig. Kai Ebel. 1:5. Braunschweigs Fans wollten den FC Schalke an das Vorjahresresultat erinnern. Die höchste Heimniederlage der letzten Saison hatte wohl auch Schalke-Trainer Peter Neururer noch nicht vergessen. Seiner Elf war der Siegeswille heute jedenfalls von Beginn an anzumerken. Manndecker Dietmar Schacht kehrte nach seiner Knöchelverletzung aufs Spielfeld zurück und Thomas Zechel spielte trotz Kniebeschwerden. Braunschweigs Trainer Joachim Streich ließ aus taktischen Gründen Stürmer Holger Aden auf der Bank. Die zweite Minute, Freistoß für Schalke. Günter Güttler fordert hier ganz früh schon Torwart Uwe Hein. Die erste Schalker Möglichkeit. Die ersten Minuten ein einziger Schalker Angriff. Kroninger ist das. Michael Bruce kommt an den Ball, der Ball ist im Netz. Das 1:0 oder? Nein, Schiedsrichter Neuner hat es anders gesehen. Handspiel von Michael Bruce, der Treffer gilt nicht. Die 11. Minute. Peter Sendscheid. Auf Günter Schlipper. Wieder ist der Ball im Netz, doch diesmal zählt es das 1:0 für Schalke nach 11 Minuten. Die meisten der 28.300 Zuschauer voller Freude. Mitte der ersten Halbzeit. Bernd Buchheister, einzige Spitze der Braunschweiger, kommt an den Ball. Doch da war er selber so überrascht, dass Gegenspieler Dietmar Schacht nicht bei ihm war. Die erste große Gästechance vertan. Und ein Außenrisspass von Günter Schlipper auf Sendscheid. An Torhüter Hein vorbei, aber er trifft nur den Innenpfosten. Nach Chancen lag Schalke mittlerweile deutlich vorn. Sekunden vor der Halbzeit brachte Trainer Neururer Yves Eigenrauch für Thomas Zechel, der keine große Leistung bot, aber auch angeschlagen ins Spiel gegangen war. Trainer Streich hatte ebenfalls reagiert, mit Holger Aden kam ein offensiver Mann. Halbschuss, Halbflanke, da hätte er Lehmann fast in Verlegenheit gebracht. Das Wechselspiel lief weiter, Alexander Borodjuk kam bei Schalke ins Spiel. Günter Schlipper kurbelte weiter fleißig an. Auf Ingo Anderbrügge, ganz alleine. Ein Linksfüßer auf der linken Seite mit dem Außenriss, fast unmöglich aus dem Winkel. Der Gegenzug. Ronald Lotz, er war für Dirk Schuster eingewechselt worden. Bringt eine Flanke herein. Auf Buchheister, es steht 1:1 im Gelsenkirchener Parkstadion. Und Buchheister heißt er, der Torschütze. Vorige Saison erzielte er an Ort und Stelle 3 Treffer, heute wieder ins Netz. Es folgte eine Schlussphase, die an Dramatik kaum zu steigern war. Borodjuk erwirkte heute topfit, Kopfballvorlage auf Anderbrügge. Der Ball kommt zurück und Borodjuk prüft hier noch einmal Torhüter Uwe Hein. Ecke, Günter Schlipper. Und Dietmar Schacht ist da mit dem Hinterkopf. Das 2:1 für Schalke in der 81. Minute. Der Ball ist zwar nicht im Netz gewesen, aber er hat die Linie überquert. Und das reicht. 2:1 für Schalke. Die Gastgeber hatten noch Möglichkeiten. Sendscheid erzielte noch einen Abseitstreffer. Schalke gewinnt ein hochklassiges Zweitligaspiel mit 2:1. Auf Wiedersehen ist das Motto am 3. November im DFB-Pokal, denn dann heißt die Begegnung wieder Schalke gegen Braunschweig. Saarbrücken Protest eingelegt, da gab es eine Verletzung des Saarbrücker Torhüters, nachdem Publikum auf den Platz gestürmt war. Oldenburg gegen Essen 2:0, Stuttgarter Kickers gegen Blau-Weiß 90 Berlin 4:0, Schalke gegen Braunschweig 2:1, Mannheim gegen Osnabrück 1:0, Freiburg gegen Mainz 2:1, die Spiele Hannover, Köln, Preußen, Münster, Darmstadt, Duisburg gegen Havelse und Meppen gegen Schweinfurt morgen. Ein Blick auf die logischerweise unvollständige Tabelle: der SC Freiburg vorne, gefolgt von den Stuttgarter Kickers, Schalke 04, Mannheim vorne, Homburg vorne, Mainz 05 sicherlich überraschend mit vorne, ebenso wie der SC Freiburg natürlich, MSV Duisburg 7., Oldenburg 8., 9. Havelse, 10. Meppen, 11. Münster, 12. Osnabrück, 13. Braunschweig, 14. Essen. Unten sieht es schon bös aus für den Neuling aus Schweinfurt. Aber